Ich rufe Tagesordnung, nein, jetzt rufe ich die Beschlussempfehlungen und Berichte auf. Ich frage Sie, können wir die Kurzform wählen und auf die Berichterstattung verzichten? Ich sehe das Einvernehmen, dann machen wir das so. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 31, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19-4804 zu 19-4461. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? Das sind die Fraktionen der Linke. Wer enthält sich? Das sind die Fraktionen von FDP und SPD. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Top 46, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19-4979 zu 19-4855. Wer der Beschlussempfehlung zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, Bündnis 90 Die Grünen und der FDP. Wer stimmt dagegen? Das ist die SPD. Wer enthält sich? Die Fraktion Die Linke. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Top 47, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19-4980 zu 19-4856. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? FDP, SPD und DIE LINKE. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Top 48, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19-4989 zu 19-4603. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? Die FDP. Wer enthält sich? Die Fraktionen von SPD und DIE LINKE. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Top 49, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19-4990 zu 19-4976. Zur Geschäftsordnung, Herr Kollege Rudolph. Ja, wir bitten, die Ziffern 1 und 2 getrennt abzustimmen. Dann handhaben wir das so. Dann lasse ich über die Ziffer 1 abstimmen. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? Das sind die restlichen Fraktionen. Somit ist dieser Punkt 1 angenommen worden. Ich lasse über den Punkt 2 abstimmen. Wer ihm zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. CDU, Bündnis 90 Die Grünen, SPD und DIE LINKE. Wer enthält sich? Die FDP-Fraktion. Entschuldigung, Sie sind dagegen. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Ich rufe auf Top 50, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19-4991 zu 19-4642. Wer zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. Fraktionen von CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? SPD, DIE LINKE. Wer enthält sich? Fraktion der FDP. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Top 51, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19-4992 zu 19-4821. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? Das sind die Fraktionen der SPD und DIE LINKE. Wer enthält sich? Sie waren dafür, dann auch die FDP dafür. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Top 52, Beschlussempfehlung. Bitte schön zur Geschäftsordnung, Herr Kollege Lenders. Da war mal eine getrennte Abstimmung im Ausschuss. Wir brauchen Sie nicht mehr, dachte ich mir. Dann einen kleinen Moment. Es sind die Ziffern 1 und 2. Dann lasse ich über die Ziffer 1 abstimmen. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Es sind die Fraktionen von CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? Das sind die restlichen Fraktionen. Somit ist der Punkt 1, die Ziffer 1 angenommen worden. Ich lasse über die Ziffer 2 abstimmen. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, Bündnis 90 Die Grünen und DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion der FDP. Wer enthält sich? Die Fraktion der SPD. Somit ist auch diese Ziffer 2 angenommen worden und die Beschlussempfehlung in Gänze. Ich rufe den Top 53 auf, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19-9. Bitte schön zur Geschäftsordnung, Herr Kollege Lenders. Dort haben wir auch, bitten wir um getrennte Abstimmungen der einzelnen Positionen. Dann einen kleinen Moment, bitte. Ich habe es gesehen. Vielen Dank, Herr Kollege Rudolph. Dann lasse ich über den Punkt A abstimmen. Wer zustimmen möchte, ihm zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen?
die restlichen Fraktionen. Somit ist dieser Punkt A angenommen worden. Dann Punkt B. Wer ihm zustimmen möchte, den bitte um das Handzeichen. Fraktion von CDU und Bündnis 90 die Grünen. Wer stimmt dagegen? SPD, Die Linke. Wer enthält sich? Die Fraktion der FDP. Somit ist auch B angenommen worden. Ich lasse über C abstimmen. Wer Punkt C zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. Das ist die Fraktion von CDU und Bündnis 90 die Grünen. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion der SPD und der Linke. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Die Fraktion der FDP. So ist auch Punkt C angenommen worden. Ich lasse über D abstimmen. Wer D zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und Bündnis 90 die Grünen. Wer stimmt dagegen? SPD, Die Linke und die FDP. Somit ist Punkt D angenommen worden. Ich lasse über Punkt A, B, C, D, E abstimmen. Über E abstimmen. Wer dem zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und Bündnis 90 die Grünen und der FDP. Wer stimmt dagegen? SPD und Die Linke. Somit ist auch E angenommen worden und somit die Beschlussempfehlung in Gänze. Vielen Dank. Einen Moment. Dann sind wir bei Punkt 54, Top 54, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/4996 zu 19/4949. Ich lasse über die Beschlussempfehlung abstimmen. Wer zustimmen möchte, das sind die Fraktionen von CDU und Bündnis 90 die Grünen. Wer stimmt dagegen? SPD, FDP und DIE LINKE. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Top 55, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/4997 zu 19/4948. Wer zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. Das ist die Fraktion von CDU, Bündnis 90 die Grünen. Wer stimmt dagegen? SPD, Linke und die FDP. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Top 56, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/4998 zu 19/4916. Wer zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, Bündnis 90 die Grünen und der FDP. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich? Die Fraktion der SPD. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Ich rufe Top 57 auf. Herr Kollege Lenders zur Geschäftsordnung. Bitte den Punkt 5 separat abstimmen. Einen Moment bitte. Dann lasse ich erst über den Punkt 5 abstimmen. Wer ihm zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. Das ist die Fraktion von CDU, Bündnis 90 die Grünen. Wer stimmt dagegen? Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich? FDP und SPD. Somit ist Punkt 5 angenommen worden. Jetzt lasse ich über die restlichen Punkte abstimmen. Wer ihm zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, Bündnis 90 die Grünen, FDP. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion DIE LINKE. Wer enthält sich? Die Fraktion der SPD. Somit sind die restlichen Punkte auch angenommen worden und die Beschlussempfehlung damit in Gänze. Vielen Dank. So, das waren alle Beschlussempfehlungen, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte Sie auf noch etwas aufmerksam machen. Heute Abend im Anschluss an die Plenarsitzung kommt der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss im Sitzungsraum 501a zusammen. Und der Ausschuss für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung tagt in Sitzungsraum 204M. Und ab 19 Uhr findet der Abend des Sports im Erdgeschoss des Plenargebäudes sowie im Innenhof statt unter dem Motto Breitensport und Ehrenamt Sportland Hessen bewegt. Wir sind damit am Ende der Tagesordnung. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. Auf Wiedersehen.